Hello, how are you? I'm great, and you? I'm good, thanks. Very fine. I want to eat Japanese sushi, so can I have it? I can try it for you, but I don't work every sometime before. But I try for you. Okay, thank you. Yeah, okay, bye-bye. Ciao, ciao, ciao. Hi Leute, ich bin wieder Fred hier. Wir kochen da wieder was Schönes und zwar hat er mich der Ritsu angerufen und er hat gesagt, er würde ganz gerne mal Sushi essen, beziehungsweise so japanisches Essen. Und da haben wir gesagt, klar, Sushi ist cool irgendwie. Und einfach die brutalste Herausforderung auch für mich. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt 5, 6 Mal Sushi gemacht in meiner Laufbahn als Koch und auch privat nicht viel mehr, weil das tatsächlich echt eine Symbiose aus richtig geil gekochtem Reis sein muss, viel Zeit. Ein Fingerspitzengefühl, du musst es vernünftig rollen. Das sieht immer total einfach aus und gerollt ist es hinterher auch super, aber es muss auch mal halten. Genau. Und das versuchen wir jetzt mal gerade zu machen. Dafür haben wir heute hier die Bambusrollmatte. Wir haben Nori-Blätter, das ist eine Alge. Darf man nicht zu viel von essen, ist sonst nicht so ganz gesund. Wir haben ein bisschen Sushi-Mayonnaise, ist mit ein bisschen Chiliöl angereichert und ein bisschen Knoblauch und sowas. Sushi-Rundkornreis, Wasabi-Paste, weil das muss man sonst anrühren. Gibt es ganz cool als Paste, eigentlich in jedem Asialaden, kann man cool kaufen, machst du auf und benutzt es direkt. Eingelegten Ingwer, ein bisschen Gurke, dann haben wir so eine süße Würzsoße für den Sushi-Reis gleich und Sushi-Essig, Reisessig. Dann haben wir hier einmal Thunfisch, Sashimi-Qualität, sieht man schön, es glänzt schön, ist nicht zu dunkel. Und einen schönen frischen Westeros-Lachs haben wir mal geholt. Den kann man auch ganz cool roh essen. Und hier eine Sojasauce. Nochmal vorab, also wir machen das Sushi des Verständnisses eines Europäers, beziehungsweise eines Deutschen. Ich glaube, dass das Verständnis von Sushi bei einem Japaner ein bisschen anders ist. Aber wir geben mal unser Bestes und wir schauen mal, was der Rizzo davon nachher mag und was er davon nicht mag. Wir versuchen es einfach mal. Und dazu finden wir natürlich die ganzen Rezepte und die Sachen, die wir brauchen, auf der Seite der Heimatkrankenkasse und auch hier in der Beschreibung den Link dazu, dass ihr das quasi findet und einfach nachkaufen könnt, kochen könnt und auch euer Bestes versuchen könnt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich finde Sushi immer sehr herausfordernd und eigentlich auch mal ganz witzig, weil mal wird's was, mal kochst du zu lange den Reis oder zu kurz. Und wenn du eigentlich alles einhältst, sollte es irgendwie klappen und lecker wird's auf jeden Fall. Als allererstes nehmen wir den Reis, den müssen wir einmal waschen und ein bisschen kneten, um da die Stärke rauszukriegen. Dafür nehmen wir eine bisschen größere Schale und gehen mal rüber zum Waschbecken. Das heißt, wir nehmen einmal kaltes Wasser, lassen den einmal ein bisschen bedecken und dann kneten wir den erstmal durch, um auch die Stärke rauszukriegen, dass er nachher nicht ganz so doll klebt, weil wir ihn ja nicht so durchkochen wie normaler Reis, wie wir ihn essen oder so, sondern der soll ja hinterher noch mit dem Essig quasi noch am Ende mariniert werden. Und deswegen kneten wir ihn, das Wasser wird schön weiß. Das heißt, die Stärke tritt schon aus. Und auch da kann man viel falsch machen. Es kann sein, dass jemand behauptet, ich erzähle total komisches Zeug. So mache ich halt immer Sushi-Reis. Und das ist auch eigentlich der meiste Weg, den man sonst irgendwo findet. Der Sushi-Reis wird so ein bisschen durchsichtig dadurch. Wir kneten noch ein bisschen weiter. Und der Reis ist ja auch da in der Ausbildung so neben dem Messerschleifen, so das, was man einfach nur jahrelang macht und nichts anderes. Also man rollt keine Rollen, sondern man wäscht halt und schleift Messer, bis man auf gut Deutsch keinen Bock mehr hat. Und man macht es dann trotzdem weiter. Und irgendwann bist du halt ein Sushi-Meister. Das Ganze müssen wir dann 3, 4 Mal abgießen. Und zwar so lange, bis das Wasser quasi durchsichtig ist. Langsam wird es schon klarer, das Wasser. Ich sag, wir machen noch einmal. Und jetzt gießt man noch einmal Wasser auf und stellt es mal eine halbe Stunde an die Seite. Genau, und jetzt halt, wo der Reis quasi einweicht, beziehungsweise zieht im Wasser, gehen wir schon mal her und schneiden uns schon mal den Thunfisch und den Lachs für unser Sashimi. Dafür nehmen wir den Thunfisch und müssen gucken, dass wir vernünftig gegen die Faser schneiden, wie beim Fleisch ähnlich. Das heißt, wir schneiden schön. Das ist nicht ganz so einfach und deswegen lernen die es ja auch jahrelang, die Jungs. Und selbst für so einen gestandenen Koch wie mich, das ist nicht so einfach. So, jetzt habe ich die Seite wieder gefunden. Das müsste reichen. Ein bisschen was vom Lachs. Jetzt nehmen wir den Lachs her. Machen das gleiche auch. Wir schneiden schön gegen die Faser. Das sieht man jetzt schön hier. Das finde ich immer das Geile beim Sushi, dass man so die Struktur so schön sehen kann. Das reicht auch. Nehmen wir schön. Ich finde das ja cool, dieses Orange-Weiß. Ich würde mir sogar ein Auto in der Farbe lackieren. Tatsächlich, wenn es nicht ganz so wurstig aussehen würde. Das haben wir schon mal. Und dann nehmen wir noch eine Gurke her. Genau, die schneiden wir einfach mal so runter und schneiden dann einfach Streifen raus, die wir nachher
in die Rollen reintun, um sie ein bisschen zu füllen, um der ganzen Sache ein bisschen Frische zu geben und einen kleinen Crunch. Wo wir gerade bei Frische waren, habe ich mir gedacht, okay, grün ist zu wenig, wir nehmen noch ein bisschen Paprika. Schauen wir ganz einfach grob runter und dann hier auch in der gleichen Stärke wie die Gurken einfach auch streifen, dass wir nachher einfach schön wieder in die Rollen reinlegen können und noch einen anderen Geschmack und noch eine andere Farbe haben. Genau. So, jetzt setzen wir mal den Sushi-Reis an und dann geht's los. Genau, und dann nehmen wir den Reis. Es ist wichtig, echt, dass ihr genaue Grammzahlen vom Reis und vom Wasser nehmt, weil sonst passt es hinterher nicht. Wir haben jetzt 250 Gramm Reis genommen und 350 Milliliter Wasser. Stellen es auf den Herd. Da ist jetzt ganz wichtig, ihr müsst dem Rezept folgen. Also in dem Fall aufkochen, ziehen lassen, köcheln lassen, an die Seite stellen, ziehen lassen mit einem Leintuch und einem Deckel. Und da beim Ausbreiten nicht matschen, sondern einfach nur ein paar Streifen ziehen, ein bisschen auseinanderpacken, am besten auf so einen großen Teller. Umso größer, umso besser, umso weniger schlonzt man rum. Und dann einfach nur auseinanderpacken mit einem Fächer oder mit einem Föhn. Ich mache es mal mit einem Föhn zu Hause. Föhn, hier die Kaltstufe, den Knopf drücken und alles richtig schön kalt föhnen. Weil wichtig ist, dass es hinterher richtig kalt ist, wenn wir es hinterher verwenden. Weil sonst wird es zu matschig und wenn du es halt schneidest, matscht es einfach weg. Was uns auch noch passieren kann. Also das ist völlig außer Frage. Genau, und deswegen ist es so schwierig und auch so wichtig, dass der Salz halt passt, wie er passt. Wir würzen ihn nicht. Wir nehmen nachher einfach nur den Essig, den Reisessig und die Süßungsmittel und machen da nachher den Geschmack quasi in den Reis rein. Jetzt haben wir den Reis quasi schon gekocht, ziehen lassen und so weiter. Dann habe ich die Last abgenommen, dass ihr da zuschauen müsst. Haben es runtergefächert. Jetzt nehmen wir den Mirin, also das Süßungsmittel, ein ganz bisschen nur und lassen es ein bisschen rüberlaufen. Also wirklich ganz dezent. Ich mache das mal aus der Hand. Tatsächlich gibt es ja auch die Angaben im Rezept, wie es richtig sein soll. Ein bisschen mehr hiervon. Genau, und dann am besten wieder einen Holzlöffel nehmen. So auf einen Holzspatel nehmen und es einfach nur wieder so vermischen. Einfach ein bisschen hin und her vermischen und dann können wir auch gleich schon anfangen, das einzurollen. So, jetzt nehmen wir unsere Sushi-Matte. Genau, wichtig, steht natürlich nicht im Rezept drin, in der Beschreibung grob und ist auch klar, dass wir es brauchen, aber gibt es in jedem Asiamarkt für einen Euro hinterhergeworfen, meistens auch mit einem Sushi-Spatel dazu, also mit so einem Holzspatel für den Reis auch und auch mit einer Anleitung meistens noch. Kann man nehmen, man könnte jetzt auch irgendwie so eine Backmatte nehmen und das einrollen irgendwie. Es gibt mehrere Möglichkeiten, zur Not kann man es auch einfach mit Klarsichtfolie machen. Ich glaube, das wird dann ein bisschen krepelig, aber funktioniert tut es halt auch immer wieder. Wenn man es für sich macht, ist es ja auch egal, ob es schmeckt hinterher. Genau, aber wir nehmen die Sushi-Matte. Und wir machen erstmal die einfachere Sache. Wir nehmen einfach ein Nori-Blatt und legen es natürlich hier drauf. Wichtig ist, dass wir hier unten ein bisschen Platz lassen und hier oben auch gleich beim Reis. Dann nehmen wir einfach den Reis und fangen an, ihn zu verteilen. Ist erstmal ungewohnt in der Finger, man denkt, es bleibt immer alles kleben, aber es geht eigentlich. Hier unten lassen wir ein bisschen frei. Wichtig ist auch, dass ihr, bevor ihr das Nori-Blatt anfasst, trockene Hände habt, weil wenn es nass ist, klebt es halt sofort wie Hulle. Hier oben lassen wir noch ein Stück frei, dann können wir es nachher zusammenkleben einfach. Genau, dann nimmt man ein bisschen von der Mayonnaise, zieht das so ein bisschen hier rüber. Einfach als Geschmacksträger von innen. Dann nimmt man ein bisschen Wasabi und zieht das hier rüber. Auch einfach ein bisschen Spiciness reinzukriegen. Genau. Dann nehmen wir hier, wir machen jetzt in dem Fall mal eine vegetarische Rolle, weil wir nachher Nigiri machen bzw. die Sashimi obendrauf. Dann wichtig wieder Flossen trocken. Dann gehen wir her. Wir rollen das her, drücken mal so ein bisschen mit den Fingern und mit der Matte. Wichtig ist, dass die Matte immer aufgeklappt bleibt und sich nicht einklappt. Drücken einmal, rollen weiter, drücken nochmal, rollen weiter. Und hier können wir sehen, hier ist das Ende. Da könnten wir jetzt einfach einen Spritzer Wasser nehmen, ziehen hier mit dem Finger einmal rüber. Man sieht sofort, wie das sich hier einrollt, quasi die Alge, ne? Wie sie sogar reagiert auf das Wasser. Hier sieht man es auch ganz schön. Und rollen sie quasi einfach zu Ende. So, wie gesagt, das war der erste Streich, aber der war auch leicht. Wie gesagt, das Blättchen hält ja die Form der Rolle zusammen. Und dementsprechend ist es auch nicht so schwer. Jetzt brauche ich nochmal ein Tellerchen. Wo die mal ganz kurz platzieren. Jetzt wird es schwierig. Jetzt rollen wir die Sushi-Rolle ohne Nori-Blatt. Und das ist immer mein Endgegner tatsächlich. Und deswegen muss ich auch so schmunzeln, als Rizzo rief. Weil das sieht hinterher ganz cool aus. Aber wenn du es anfängst zu schneiden,
dann nicht mehr. So, Reis sorgfältig ausgerollt, beziehungsweise ausgelegt oder ausgedehnt oder wie man auch immer dazu sagt. Auch hier wieder eine schöne Rutsche Wasabi. Das finde die Farbe immer so geil. Ich würde auch ein wasabifarbenes Auto nehmen, also nicht nur Lachs, sondern so eine Mischung aus Lachs und wasabifarbenes Auto. Da habe ich auch noch keinen Profi gesehen, der sowas hat. Wäre auch mal lustig. Mal einen vorschlagen vielleicht. Wieder ein bisschen Mayonnaise. Genau. Dann tun wir hier jetzt auch mal noch ein bisschen Ingwer mit rein. Also den kann man natürlich auch selbstverständlich mit reinbauen. Ja, muss man nicht nur außen dazulegen hinterher auf dem Teller. Dann wieder Gemüse. Wie gesagt, wir machen ja nachher das Sashimi. Auch geile Farben, Herr Sushi eigentlich. Ne? So grün und weiß und dieses Knall-Wasabi-Grün. Und, ach, herrlich. So, jetzt wird es nämlich schwieriger, weil wir das Nori-Blatt nicht mehr haben, was es halt hinterher festhält bzw. fixiert. Hier auch ein Stück freilassen, weil wir wollen es ja auch einrollen. Dann gehen wir her, drücken es mit den Fingern unten quasi die Einlage unten an die Seite oder rein, gehen her, rollen es bis dahin, gehen ein bisschen Druck drauf, rollen wieder weiter, gehen wieder Druck drauf und rollen weiter. So, und jetzt kommt der Magic Moment, wie ich immer so schön sage. Und es sieht erstmal ganz gut aus. Es ist noch ein bisschen locker. Ich muss es noch einmal ein bisschen pressen. Am besten ein bisschen zurückziehen. Und dann haben wir schon eine coole Rolle. So, müssen wir noch hier runterkriegen. Wir legen es dazu. Und was ich vorhin sagte ist, bis hierhin gar kein Problem. Wir lassen es jetzt ein bisschen kühlen, dass es sich ein bisschen setzt. Und wir versuchen das gleich mal ganz entspannt auseinander zu schneiden. Ich räume ein bisschen auf und dann richten wir es einmal gleich an, bevor der Rezo kommt. Und genau, und schauen mal, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Wir haben es ja vorher schon gesagt. Ne? So, jetzt wie gesagt, wir haben Sushi kurz gekühlt. Ich habe immer ein feuchtes Tuch, damit ich mein Messer mal abstreifen kann, wenn ich es geschnitten habe. Weil sonst ist dieser Reis so hart klebt einfach. Und wir fangen mal ganz einfach mit dem Nori-Blatt-Sushi einfach an. Wir machen das Messer auch ein bisschen feucht vorher. Wir halbieren es erst. Aha. Links dann hintereinander. Man sieht, durch das Blatt können wir Gott sei Dank die Stabilität aufrechterhalten. Und ihr seht, so ist cool. Hat das Inlay, die Creme, das Wasabi, das Nori-Blatt. Und es sieht schon ein bisschen aus nach Sushi, wie wir es kennen, wenn wir es bestellen. Gell? So, wir stellen mal hier einfach 4 Stück rüber. Eins davon nehmen wir und machen quasi Sashimi oben drauf. Legen wir einfach hier oben den Lachs drauf. Einfach eine Abwandlung, haben wir einfach fürs Auge. Packen wir auch drauf. Jetzt kommt der Magic Moment. Ich nehme mal ein anderes Messer kurz. Das hat nämlich so eine gleich geknickte Klinge, dass wir da vielleicht doch noch ein bisschen mehr Glück haben. Es kommt die Stunde der Wahrheit. Ihr seht, es geht schon los. Man kann es ein bisschen nacharbeiten. So. Man kriegt es wohl auf den Teller, aber wie gesagt, das ist halt in meinen Augen der schwierigste Part, weil ich finde, Reis schneiden ist halt einfach, da musste jahrelang für üben. Da muss ich ganz ehrlich klein beigeben. Aber ich finde, ganz schlecht sieht es nicht aus. Und auch hier nehmen wir mal so ein Röllchen und machen da mal ein bisschen Thunfisch oben drauf. Ich lasse beiseite. So. Dann nehmen wir noch ein bisschen Sashimi. Ein bisschen was von dem Ingwer. Und ganz stumpf einfach nur ein bisschen Wasabi in die Mitte. Da stellen wir dann noch ein schönes Schälchen mit Sojasauce dazu. Kann ich noch ein bisschen Gurken zur Deko mir hinstellen. Das sind ja Sportler, ne? Die müssen ein bisschen Wasser essen. Und würde ich sagen, haben wir doch eigentlich einen schönen Teller gemacht für den Rizzo, oder? Genau. Und wie gesagt, die Rezepte gibt es auf der Seite der Heimatkrankenkasse. Hier in der Beschreibung ist der Link dazu. Und auch bei uns in der Instagram-Story könnt ihr den Link dazu finden. Guten Appetit! So, bringen wir mal das schöne Sushi dem Rizzo. Gucken wir, ob er es mag. So, now we have the German handmade Sushi. Okay. I think it's okay. It's enough for you. Okay. But
So, oh. I can try it. Looks good. Enjoy. Thank you. Mm-hmm. That's nice. I like. Tastes very fresh. Yeah, I like it. Nice. So, I have to light how it looks, this. I will give the... looks very nice, so... I will give 7. Yeah. Tastes very nice. I won't give 10. Especially the sashimi was very good. I like it. I won't give the 5 because looks very different in Japan and Europa. But sashimi looks same in Japan, but we never eat, for example, like California roll or something. That's why, yeah, I give the 5.